So, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe hier offscreen mein Fleisch an diesem Herd gebraten, hier bei, ich glaube, Benga müsste das sein, oder? Ja, genau, Benga. Benga braucht Verstärkung. Und mir ist beim Schauen der letzten Folge was aufgefallen, was ich übersehen habe. Nämlich hier hinten, zwischen all den Flüssen und Büschen, gibt es ein kleines Grab. Da wachsen ein paar Pflänzchen. Ja. Ein paar Pflänzchen. Ein Schwert. Und ein paar Tränke. Und ich würde mal sagen, wenn der hier das Schwert und die Tränke benutzt hätte, dann, ja, dann wäre ich als unbekannter Soldat gestorben. So. Wie ihr vielleicht merkt, ich habe mein, okay, das merkt ihr vielleicht nicht. Ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt. Das Ganze läuft ein bisschen performanter. Und deswegen habe ich, das war Unsinn. Was habe ich denn gemacht? 4, 5, 4, 3, 4. Okay. Ich habe die Sichtweite auf 300% hochgesetzt. Also die Objekte sind nach wie vor nur bei 80%, aber das ist halb so wild, weil die erkennt man eh nicht. Aber die Umgebung, die Landschaft, die Welt, die ist jetzt 300% Sichtweite angezeigt. Das heißt, man sieht hier ein bisschen mehr, ein bisschen weiter im Hintergrund. Ja, so, was will ich tun? Ich bin immer noch zu schwach. Ich würde gerne für Benga den Wolf anheuern, damit er ihm den Hof bewacht. Ah, hier ist ein Suchender. Kann ich dem entgehen? Halleluja, warum ruckelt das denn so? Das war doch beim Testen nicht der Fall. Ich teleportiere mich mal einfach an ihm vorbei zur Taverne. So, mein Plan ist nach wie vor, ich würde gerne 2 Level aufsteigen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erklärt habe. Es ist schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Ich würde gerne 2 Level aufsteigen, um 2 Händler um 15% zu steigern, damit ich das auf... So, übrigens, Halleluja. Dieser Zauber, den ich da habe, der Feuersturm, der macht, wie der Name es vermuten lässt, Flächenschaden. Flächenschaden, deswegen habe ich gerade die Scavenger alle zusammengejagt. Falls ihr euch wundert, warum ich so genau weiß, was ich tun will, das liegt daran, dass ich ein bisschen offscreen geübt habe, weil mir das doch ein bisschen auf Keks ging, dass ich alles im Let's Play aushacken wollte oder rausfinden hätte müssen. Genau. So, dann komm mal her. Sehr schön. So, das reicht jetzt leider nicht für den Stufenaufstieg. Also, folgendermaßen. Ich brauche 15 Lernpunkte, dann habe ich 2 Händler auf 27. Ich kriege aber ja von der Waffe noch plus 3. Damit habe ich dann 1 Händler wieder auf der Kämpferstufe, so wie ich 1 Händler habe. Außerdem würde ich gerne meinen Mana auf 50 steigern. Denn mein Zauber, den ich derzeit benutze, der Feuersturm, der braucht 25. Und wenn ich 5 Mana mehr habe, dann kann ich ihn 2-mal einsetzen statt 1-mal. Zu diesem Zwecke würde ich erstmal hier einen Blick reinwerfen. Ein Gefühl göttlicher Erkenntnis erfüllt mich. Könnt ihr jetzt pausieren und lesen, wenn ihr wollt. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, das dauert mir jetzt zu lang. Nein, ich werde stattdessen jetzt zum Kloster gehen und Hyklas dieses Buch endlich mal abliefern, das ich schon seit vielen, vielen Folgen mit mir rumschleppe. Meine Meinung kennst du ja schon. Und irgendwie war das Ruckeln nicht so schlimm, als ich ohne Aufnahme getestet habe. Ich stelle mal die Sichtweite runter auf, keine Ahnung, 240%. Vielleicht geht's dann besser. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ja, Hyklas ist, glaube ich... Ja, genau. Der hier? Hey, du! Hier, ein Buch. Ich habe das Buch für dich. Sehr gut, gib her. Du darfst dich jetzt entfernen. Ich werde mich zum Studium zurückziehen. Das ist ja lieb von dir, dass ich mich entfernen darf. Hätte ich wahrscheinlich nicht gedurft, wenn ich ihm das Buch nicht gebracht hätte. Dann hätte ich für immer da stehen bleiben müssen. Oder so, keine Ahnung. So, ich habe 0 Mana, das heißt, ich werde eine Runde schlafen. Es ist 17.15 Uhr, das heißt, es wird eh bald dunkel. Kein Problem. Erstmal, Babo. Hier. Ich bin bereit für das Training. Bevor ich die Lernpunkte verschwende. Ein Diener Innos kämpft nicht nur mit dem Stab, sondern auch mit dem Herz. Bevor ich die Lernpunkte verschwende. Du musst den Punkt kennen, bis zu dem du zurückweichen darfst. Bevor ich die Lernpunkte verschwende, investiere ich die gleich mal in meinen 2-Händler-Skill.
So, und es gibt natürlich noch eine dritte Möglichkeit, wie ich stärker werden kann, abseits von Zweihändern und mehr Mana. Ich brauche ein... Und zwar trage ich immer noch den Gürtel mit der für die Novizenrobe. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt hier eine Schärpe des Feuers. Die kostet zwar ein bisschen Gold, aber habe ich übrigens Minenanteile dabei, wenn ich gerade hier bin im Kloster. Nee, habe ich leider nicht. Aber ich habe jetzt 56, 56, 30, 30. Und wenn ich jetzt die Schärpe der Bereitschaft ablege und die Schärpe des Feuers anziehe, dann habe ich 61, 61, 35, 35, also überall 5 Punkte mehr. Ich brauche ein paar Dinge. Will ich ihm die Sachen verkaufen? Ich will die Sachen jetzt wieder verkaufen, die ich nicht brauche. Zum Beispiel die Novizenrobe kannst du haben. Das Erzamulett der Suchen Elixir, das ist doch Blödsinn, das brauche ich auch nicht. Ich brauche hier ein bisschen Gold für die... Ja, das gehört zur Novizenrobe, das kannst du auch haben. Gut, damit habe ich ein bisschen Gold, um die restlichen Erzminenanteile zu kaufen. So, ich brauche jetzt nur noch einen Level. Und das wird noch ein bisschen dauern, aber ich bin zuversichtlich, dass es diese oder nächste Folge schon klappen kann. Wie gesagt, zuerst mal hier eine Runde pennen. Bis zum nächsten Morgen. Und dann folgender Plan. Ich brauche immer noch diese Erzminenanteile. Und in der Stadt habe ich ja nur noch die Händler, für die ich Kantar bestechen muss, damit er ihnen wieder erzählt. Ich bin doch kein Sträfling aus der Kolonie oder so. Warum ist mein Mana nicht voll? Ach so, weil ich mich teleportiert habe. Ich depp, natürlich. Entschuldigt. Oh, Mana plus 5. Das ist ja gut, aber das würde ich mir für später aufheben. Ich brauche 10 Mana. Wo kriege ich 10 Mana her? Weiß warum? Bringt 10 Mana. Sehr schön. Erstmal einen kippen. Morgens nach dem Aufstehen. So macht man das. Erstmal eine Flasche Rum runterkippen. So direkt nach dem Aufstehen, ne? So machen wir schlafen, aus dem Bett quälen, zur Taverne teleportieren und dann eine Flasche rumkippen. So, und zwar würde ich jetzt gerne endlich mal wieder ins Söldnerlager gehen. Da war ich ja schon ewig nicht mehr. Also zumindest nicht mehr, seit ich im Minental war. Goblins, das klingt nach Erfahrung. So, und hier nochmal zum Beweis. Das hier. Kommt her. Kommt her. Fein. Das hier macht Flächenschaden. Yay, beide auf einmal tot. Oh, gibt ein bisschen Erfahrung. Kann man machen. Ich will, 25 Mana. Das heißt 15. Und 10. Damit ich das wieder zaubern kann. Genau, ich will zum Söldnerlager nochmal gehen, nochmal mit allen quatschen, ob es jetzt was Neues gibt, ob ich irgendwas übersehen habe, irgendwas vergessen habe. Nachdem ich ja im Minental war, habe ich mich dort nicht mehr blicken lassen und dieses ständige Geruckel geht mir gerade doch ein bisschen auf den Zeiger. Vielleicht hätte ich das Ganze mal testen sollen mit der Aufnahme statt ohne. Ah, ich glaube, es gibt eine Einstellung, die ich verpennt habe. So machen, dann neu aufsetzen. Was? Der hier ist tot? Bronco ist tot und die stehen da rum. Oh, dann bediene ich mich mal. Und da liegt noch was auf dem Weg. Was ist das denn? Eine Holzfäller-Axt. Boah, die nehme ich mal. Kann ich verticken. Was macht ihr denn hier? Hey, Till. Nee, Balthasar. Sonst alles klar? Schlimme Zeiten sind das. Ich kann meine Schafe nicht finden. Das werde ich Sekob wohl beichten müssen. Oje, du Armer. Till kann ich nur ärgern. Was machst du hier? Das frage ich mich auch die letzten Jahre. Mein Mann Sekob hatte sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Beständen und verkauft es an die Stadt. Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter, bis ihm das Kreuz bricht. Der wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. Besonders stolz ist man darauf nicht, die Frau von Sekob zu sein. Das kannst du mir glauben. Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den Wäldern? Du warst in der Barriere? Oh, sie hat Minenanteile. Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Ich hätte gerne den Minenanteil.
Ansonsten kann ich mit den Bögen nichts anfangen. Schämst du dich nicht, illegale Minenanteile zu verkaufen? Nein, ich muss auch leben. Und außerdem habe ich sie nicht in Umlauf gebracht. Ja, das ist richtig. Das war Serpentis. Barriere? Na, diese Kuppel, die damals das alte Minental umschlossen hat. Viele Bauern und Arbeiter, die sich damals eines Verbrechens schuldig gemacht haben, wurden kurzerhand hineingeworfen und kamen danach nie wieder. Naja, bis halt vor kurzem. Warum greift euch die Miliz auf den Höfen an? Weil niemand da ist, der sie daran hindert, uns Bauern einfach zu überfallen, statt uns unsere Waren abzukaufen. Der König ist weit weg und wir müssen uns eben damit abfinden, unter Ona zu arbeiten und zu hoffen, dass Ona uns zur Seite steht, wenn's brennt. Wie sieht die Hilfe von Ona aus? Manchmal werden wir vorgewarnt, wenn wieder einige der Milizen auf eigene Rechnung hierher kommen, um sich an uns zu bereichern. Dann wird jemand zum alten Großbauern geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Dann dauert's meist nicht lange, bis die Söldner, die er dafür bezahlt, hier sind und die Milizen verjagen. Aber unterm Strich sind die Söldner auch nicht viel besser. Ich wollte ja gerade sagen, die Milizen, wie sie sie beschreibt, klingt ja so, wie die Söldner sich selber verhalten. Bist du jemals bei der Barriere gewesen? Nein, wir haben immer nur davon gehört. Benga, Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, kann dir sicherlich mehr darüber erzählen. Sein Hof befindet sich ganz in der Nähe des Passes zum Minental. Okay, ja, das weiß ich doch. Wie kommt... Sprich mal, er kann... Ja, das weiß ich doch. Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Ja, werde ich nicht. Dankeschön. Auch für den Minenanteil. So, Tilbur, Balthasar, keine Ahnung, hey, erstmal Seko. Hey, du. Ist was passiert? Du musst mir helfen. Die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen. Du musst mir helfen, werter Herr Magier. Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Bitte, hilf mir. Mach, dass sie wieder verschwinden. Ich fürchte, das sind Suchende. Gegen die habe ich leider keine Chance. Aber wenn ich jetzt gerade mit Rosi gesprochen habe, über Balthasar da oben. Sonst alles klar? Ich kann nicht. Nee, okay, der hat nichts mehr zu sagen. Gut, Benga werde ich eh nochmal einen Besuch abstatten, sobald ich Wolf dazu gebracht habe, für ihn zu beschützen. Aber zunächst muss ich das natürlich... Wow, ein Suchender. Zunächst muss ich das natürlich erstmal eindeichseln, damit das alles gut geht, damit der das tut, der Wolf. Ja, und dafür würde ich mal sagen, gehe ich mal dahin. Moment, Fester, warst du nicht derjenige, der mir helfen wollte und es dann nicht getan hat? Du Arsch. Hab ich dir das schon zurückgezahlt? Hey. Ich denke, du bist... Es war keine gute... Du bist wohl einer von... Ja, den habe ich noch nicht verprügelt gehabt. So, da ein bisschen Gold und ein bisschen Kriegsbeil. Ah, das tat gut. Sehr schön. Das tut gut. Endlich mal wieder. Oder nicht unbedingt mal wieder, aber endlich Rache nehmen für seinen Verrat. Ich glaube, Sentenza hat mir auch Gold abgenommen, aber der sieht dann doch aus wie ein größeres Kaliber. Vielleicht will ich mich da erstmal weghalten. Raul. Das war doch klar. Sonst alles im Griff? Willst du dich jetzt bei mir anbiedern oder was soll das werden? Hau ab! Ich hab mir das schon gedacht. Okay. Das will doch keiner halt wissen. Ganz gibt's bei euch was Neues? Hey, ich bin wieder da. Wie sieht's aus? Inos sei mit dir! Ja, toll, vielen Dank. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Banditen aus den Bergen? Ich hab da meine eigene Meinung. Okay. Ich habe gerade eine andere Idee, wo das herkommen könnte, das Geruckel. Und zwar, naja, muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Es sind ein paar Details, die ich im Hintergrund prüfen und verbessern werde, sobald die Folge zu Ende ist. Nächstes Mal wird es dann garantiert besser. Wie sieht's aus? Wenn an den Geschichten über die Drachen was dran ist, sollte man sich mit ein paar Leuten zusammentun und die Biester platt machen. Bin dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht?
Das will doch keiner. Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Cool. Damit habe ich schon mal noch einen Lehrer, aber ich brauche trotzdem noch 8000 Erfahrung. Hey Wolf, da bist du ja. Das war keine große Sache. Ich habe vielleicht einen Job für dich, auf Bengars Hof. Lass hören. Der passt zum Minental, mündet genau in Bengars Bauernhof. Er hat Probleme mit den ganzen Biestern, die sich durch den Pass zwängen. Jemand müsste Bengar verteidigen. Das wäre was. Dann wäre ich wenigstens weg vom Hof hier und muss nicht mehr auf die Schmiede starren. Gut, das macht 800 Goldmünzen. Stolzer Preis. Tja, für einen von uns würde ich es fast umsonst machen, aber für dich... Alter, hast du viel Geld? Hier ist dein Gold. Tja, wenn du das Geld hättest, wäre ich schon unterwegs. Verdammt. Wie viel brauche ich? 800? Ja, noch gut 300. Schauen wir mal. Waffen kaufen, ja. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Ich will doch nicht kaufen, ich will verkaufen. Und zwar habe ich ja hier meinen Wolfszahn, den ich immer noch behalten will. Rostergei 2 Händler zum Beispiel, ne? Den kannst du haben. Oder so eine Ork-Axt, oder so eine Holzfäller-Axt, rostige Äxte, rostiges Schwert. Den Kampfstab will ich behalten, aus Nostalgiegründen. Und die Fernkampfwaffen, die werde ich eher bei Bossbuff verticken. So, dann Schmiedestahl kannst du haben. Brauche ich nicht, ich kann eh nicht schmieden, will nicht schmieden können. Kosten nur Lernpunkte, die werde ich andersweitig brauchen können. Habe ich 800? Nö, 600. Eine Art. Hey, die kenne ich. Hallo, schönes Kind. Hallo, schönes Kind. Was willst du? Ach, ist das schön. Dieses Spiel ist so sexistisch. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Ich kann das nicht glauben. Sie hat Minenanteile. Du verkaufst Minenanteile. Und wenn schon. Ich habe sie ja auch für teures Geld kaufen müssen. Naja, du hast sie freiwillig für teures Geld gekauft. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Ich hätte gerne die 2 Erzminenanteile und außerdem 2 Äpfel. Vielen Dank. Moment, hier. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Das Land ist ziemlich unsicher geworden. Keiner wagt sich weiter als bis zu den eigenen Feldern. In der Stadt ist schon lange keiner von uns mehr gewesen. Ja, müsstest du mal hingehen. Schön dort. Da drin, Silvio und Bulko sind da drin. Ich glaube, den will ich nicht unbedingt quatschen. Cypher, den kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Wie sieht's aus? Hey. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Doch, stimmt. Kann schon sein. Aus dem ersten Teil. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Da kannst du eh nichts dran ändern. Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Zeig mir deine Ware. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? Ja, was hast du denn? Ja, irgendein Pfeil. Ach, was soll's, dann kriegt er die. Ist doch okay, dann habe ich hier, falls ich die mal irgendwann brauchen sollte, immerhin noch auch einen Händler, der mit diesem Zeug handelt. Was habe ich hier eigentlich an Karten? Ich habe eine Garons Mine. Ja, die ist halt nur 8 wert. Das bringt's irgendwie auch nicht. Komm, die kannst du haben, die brauche ich nicht mehr. Silberne Ringe kannst du haben. Das Zeug will ich mal behalten. Das ist doch alles nur Gerede. Felle und so will ich bei Bossbuff verkaufen. Aquamarin brauche ich für... Ist das wirklich wahr? Das ist doch alles, glaube ich, genau. Er ist gerannt, als ob Bilja selbst. Nun gut, Bodo, wo ist denn Bodo? Das hier ist Torloff. Ewig so weitergehen. Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzentypen hier vorbeischleichen sehen? Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir.
Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen Ende des Tales gezogen. Das kann ja nicht ewig sein. Das Beste wird sein, du gehst da mal nach dem Rechten sehen und legst die Kerle um. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Ja, das kann ich gerne tun. Im Süden, gut zu wissen. Und hier, ach, Bodo, hey, du hast doch das Krautpaket, oder? Wie steht's? Gut, Innos sei mit dir. Ja, das weiß ich doch. Ich bin hier der Feuermagier, Innos ist mit mir. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Und? Er denkt, du hättest es genommen. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. So wie du sagst. Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann hat Bodo das wohl nicht, sagt er zumindest. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Das klingt vernünftig, aber ich habe gerade hier im Hintergrund einen gesehen, der hier fleißig vor sich hin raucht. Und ich würde mal sagen, dem statte ich dann doch mal in der nächsten Folge einen Besuch ab. Dann werde ich noch kurz mit Lee quatschen. Und dann schauen wir weiter. Ne? Habe ich vielleicht genug Gold? Naja, nicht ganz. Vielleicht kann ich noch ein paar Sachen verkaufen oder so. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt werde ich erstmal hier die Probleme fixen und dann nächstes Mal wieder ohne Soundprobleme und ohne Ruckeln. Versprochen. Bis dahin.